Moin zusammen, mein Name ist Genri und herzlich willkommen auf dem Kanal Crafts. Heute geht es um die Domino-Dübelfräse von Fastool, die DR500. In der Vergangenheit hatte ich dazu schon mal ein Kit entwickelt, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich werde dieses Kit noch einmal ganz kurz zeigen, aber nicht in der Funktion. Das Video oder das ausführliche Video dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich habe eine Ergänzung zu dem Kit gemacht und auch noch die Schnelleinstellung an dieser Dübelfräse verändert. Warum ich das gemacht habe, was mich an der alten Schnelleinstellung so genervt hat und warum es meiner Meinung nach auch nicht irgendwie durchdacht ist von Fastool, erfährst du in diesem Video. Und solltest du irgendjemanden kennen, der diese Dübelfräse hat, dann verlinke ihn auf jeden Fall in diesem Video oder sende ihm dieses Video zu, denn ich glaube, dass er genauso genervt ist von dieser Schnelleinstellung und ab und zu auch das Problem hat mit der Mittellinie finden bei Regalböden. Das heißt, das Kit wird für ihn wahrscheinlich auch hilfreich sein, denn ich habe bis jetzt nur positives Feedback erhalten. Also bevor wir jetzt einmal zu der Schnelleinstellung kommen und was ich da verändert habe, gehe ich jetzt einmal kurz auf mein Kit drauf ein, was ich ausführlich in einem Video unten in der Beschreibung, wie schon gesagt, dort verlinken werde. Dieses Kit wird hier hinten einfach dran geschraubt. Wenn du das gemacht hast, ich mache das mal eben kurz. Dann sitzt es jetzt hier hinten dran und hier links und rechts, also hier einmal und einmal hier, habe ich jetzt genau 10 mm, was die Mittellinie meines Fräsers ist. Jetzt wird der ein oder andere denken, hey, das Metallteil hier ist doch genauso hoch. Nein, es ist nämlich nicht. Das Metallteil ist minimal größer. Das hat mich auch ziemlich geärgert. Ich habe immer gedacht, warum macht Fastool das nicht so, dass das wenigstens hier die Mittellinie wäre? Dann könnte man sich viel, viel leichter orientieren. Aber leider ist das Ding tatsächlich einen halben Millimeter oder fast einen Millimeter zu hoch. Also, jetzt kannst du eine ganz normale Aluminiumschiene nehmen. Das war meine Idee damals. Die hier draufsetzen, die eine Mittellinie anzeichnen irgendwo und dann natürlich hin und her gehen und einfach bei Regalbrettern zum Beispiel in der Mitte irgendwo die Mittellinie finden musst, das Ganze fräsen. In der Vergangenheit war es so, dass ich nur diese zwei Begrenzer mit diesem Aufsatz verkauft habe und natürlich das Aluprofil dazu. Und jetzt habe ich nochmal eine Ergänzung dazu gemacht und da wollte ich halt jetzt nur mal kurz drauf eingehen. Das sind nämlich einmal hier solche Begrenzer. Also ich nehme mal hier diese kleinen Anschläge raus und wir sagen jetzt mal, das ist unser Brett. Ich habe jetzt hier mal so ein altes Brett, was ich in der Mitte irgendwo hier fräsen möchte. Ziehe ich mir hier eine Linie und sage, hier soll jetzt genau mein Regalboden rein. So, und 15 cm weiter möchte ich wieder einen Regalboden haben. Also das heißt, ich habe hier jetzt zwei Striche. Und natürlich wäre es viel, viel leichter, wenn ich zwei Regalböden habe, dass ich, wenn ich die Bretterdübel immer im gleichen Abstand habe und auch hier immer die gleiche Position treffe. Also kann ich mir jetzt hier links und rechts diesen Anschlag setzen. Dazu nehme ich mir mal hier eben ganz kurz die Erhöhung. Ich habe hier, die heißen Lockblock, die sind immer ganz hilfreich, sind so gummiert, da rutschen dir die Werkzeuge nicht weg. Also, pack das Ganze jetzt hier rauf, da wo ich es nachher fräsen möchte, aber mir geht es jetzt erstmal nur darum, dass ich links und rechts einen Anschlag habe und dass ich jetzt nicht mehr verrutschen kann. Das heißt, ich bin jetzt hier zentriert. Das heißt, wenn ich jetzt hier vor und nach hinten gehe, kann ich mit diesen Teilen, wenn ich mir jetzt hier den Anschlag setze, zum Beispiel hier und dort, dann habe ich immer wieder dasselbe Maß. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich mir das Ganze natürlich auch noch irgendwie gerne festspannen möchte am Brett. Und dafür sind die Halter hier links und rechts jetzt geeignet. Also hier diese hier und die kann ich mir jetzt einfach hier festspannen. Einmal rechts und einmal links. Jetzt ist das Ganze fest und jetzt könnte ich das dübeln. Ganz normal hier mit dem Aufsatz, hier fährt er drinne. Und dann könnte ich einmal links dübeln und einmal rechts dübeln. Und dann habe ich immer den gleichen Abstand. Das ist meine Erweiterung. Für alle Leute, die dieses Kit in meinem Shop gekauft haben, den werde ich einen Rabattcode zuschicken, als Dankeschön dafür, dass sie mich damals Support haben. Sie kriegen 10% Rabatt auf diese Erweiterung. Und für alle anderen, die können natürlich sagen, okay, ich brauche die Erweiterung nicht, ich will mir das gar nicht festspannen. Die können sich nur dieses Kit kaufen, die können sich nur diesen Aufsatz mit diesen Anschlägen kaufen. Also es wird separat dort im Shop erhältlich sein.
werde es auch in Zukunft so machen, dass man wählen kann, ob man dieses Alu-Profil haben möchte oder nicht. Das war sonst auch nicht wählbar in meinem Shop, aber ich habe von dem einen oder anderen Kunden schon gehört, hey, ich habe so ein Alu-Profil bei mir, ich brauche das nicht, kannst du mir nur dieses Teil zuschicken? Auch das werde ich ein bisschen flexibler gestalten im Shop. Und wenn ihr da auf den Link klickt, dann werdet ihr das sehen. Kommen wir einmal zu der zweiten Änderung, die ich durchgeführt habe, nämlich die Schnelleinstellung, die ihr hier an der Seite findet. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Festool sich da gedacht hat. Ich habe gefühlt kein einziges Mal irgendwie diese Plattenstärke gehabt, die dort über diese Schnelleinstellung wählbar ist. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein ähnliches Gefühl hattet, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine 19mm MDF-Platte irgendwie in der Mitte dübeln wollte, habe ich drauf nicht gefunden. Dann habe ich sehr häufig 18mm Multiplex, habe ich nicht drauf gefunden. 15mm Multiplex, habe ich nicht drauf gefunden. Ich habe gefühlt wirklich die ganze Zeit gedacht, was habt ihr euch dabei gedacht, Festool, wo ihr diese Maße hier irgendwie bestimmt habt im Meeting? Also gefühlt war es wirklich so, 1% konnte ich davon gebrauchen und 99% war immer irgendwie was anderes. Also was macht man dann? Zeichnet sich die Mitte an, stellt sich das Ding hier ein und dann fängt man hier an zu dübeln und sagt, okay, jetzt ist das die Mitte. Die Schnelleinstellung an sich finde ich total sinnvoll und gut, aber nicht mit diesen Maßen. Also habe ich mir gedacht, ich drucke das Ding jetzt neu und mit den Maßen, die meiner Meinung nach sinnvoll sind. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein ähnliches Erlebnis hattet oder ob ihr das ähnlich seht. Ich finde die Standardeinstellung von Festool da eine Katastrophe. Deswegen muss man das ändern. Ist sogar sehr, sehr leicht zu ändern. Man löst hier einfach nur die eine Schraube. Hier oben sitzt die drauf, hier oben dort. Und dann kann man dieses kleine Blech dort rausnehmen und das neue 3D gedruckte Teil von mir integrieren. Und dann habt ihr wählbar zwischen 12, 15, 18, 19, 20 und 21 mm Platten. Das ist das, was ich am allermeisten hier in dieser Werkstatt verwende. Könnt ihr auch noch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr andere Maße oder andere Schichtdicken dort für sinnvoll haltet. Dann würde ich mich da noch mal dran machen und optional vielleicht einen zweiten entwickeln. Denn mehr als diese 6 oder 7, wie das hier sind, sind bei dieser Feineinstellung hier nicht möglich von den Maßen her. Aber man könnte ja vielleicht 2 machen. Einmal einen für dünnere Platten, so wie diesen hier, und einen für dickere Platten. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, welche Maße ihr für sinnvoll haltet. Aber wie gut das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt und das ist total simpel. Also hier Schnelleinstellung und ich werde das Ganze hier einmal an so einem dicken Brett hier dübeln. Und was ich hier machen werde, ist, ich werde mir die Platte oder den Strich setzen, dann bei 19mm, 18 und so weiter. Also ich werde hier mal 2, 3 Dübelfräsungen durchführen und dann werdet ihr sehen, von der unteren Kante bis zur oberen Kante, das ist immer genau die Mitte ist. Und das werde ich euch einmal dann mit dem Lineal kurz zeigen. Also, ich dübel jetzt einmal drauf los, zeichne mir das erstmal an und dann zeige ich euch das Ganze mal, wie gut das funktioniert und dann sprechen wir uns gleich. So, ich habe mir jetzt hier mal einen Strich gesetzt, 19, 18, 15 mm und dort dübel ich jetzt rein. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ich zeige euch das mal eben kurz. Und jetzt halten wir mal das Lineal dran. So, man kann ganz klar hier sehen, es sind so 4 mm. Und hier sind es auch 4 mm oben. Hier bei 18 sind es 5. Hier oben sind es 5. Und bei 19, da sieht man es auch, sind es so 5,5 und oben, wenn es hier an die Kante setzt, auch 5,5. Das heißt, es ist jetzt immer genau die Mitte vom Brett, egal ob ich 15, 18 oder 19 wähle. Das heißt, diese Einstellung funktioniert. So, das war es auch schon von meiner Seite aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare,
was ihr von der Schnelleinstellung hier hält, die ich an der Seite hier verändert habe. Und teilt dieses Video unbedingt mit allen Leuten, die eine Domino-Dübelfräse von Festool haben. Ich bin sehr gespannt auf das Feedback, ob die dasselbe Problem hatten wie ich oder dasselbe Problem haben und sagen, ey geil, endlich ist da eine Lösung da. Oder ob die sagen, alles Käse, ich habe da überhaupt kein Problem mit und ich mache das so und so. Würde mich halt interessieren. Gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr von der Erweiterung hält und der Option, dass man das jetzt einzeln kaufen könnt. Und für mehr solcher Videos gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und einen Daumen hoch da lassen. Vielen herzlichen Dank.